Yo, servus Leute, sehr herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Reaction. Wir reagieren auf Butrint, Imeri und Nemo Dream Girl. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Ja, Butrint, Imeri, doch, denk mal schon. Und das ist die erste Reaktion zu ihm. Leute, ich habe von ihm noch nie wirklich ein Lied komplett mir gegeben. Wenn dann einmal oder so mal geskippt habe ich. Und ich glaube, er singt auf Albanisch, ne? Ich glaube, er singt einfach nur Albanisch. Glaube ich. Ja, denk mal schon. Und Nemo ist auch am Start. Also Nemo hat in seinen, das ist jetzt glaube ich kein Feature-Part, ich glaube, ja, steht ja auch X Nemo, aber Nemo hat immer bei den Parts, wo er als Gast da war, immer abgeliefert. Ich bin sehr gespannt auf den Song. Erste Reaktion, weil Butrint Imeri ist auch schon oft in den deutschen Trends mit dabei. So, Dream Girl heißt der Song. Reaction is da. Let's go. Dass du noch nie eine Frau wie sie gesehen hast. Ey Mama, ey Mama. Ich dachte immer, das ist Frauen. Okay, ganz kurz, natürlich haben wir hier jetzt perfekt pausiert. Das war's mit den YouTube-Einnahmen. Ne, warte. So, was ich jetzt erstmal sagen wollte, bevor es jetzt richtig losgeht. Ich habe wirklich direkt damit gerechnet. So, Dream Girl heißt der Song. Wir haben gerade Sommer irgendwie. In letzter Zeit hört man schon in Deutschrap auch jetzt hier. Aber auch jetzt, ich meine, in der Deutschrap-Szene oft Sommertracks, weil ja gerade auch Sommer ist. So, habe auch damit gerechnet. Habe ich auch mit so einem melodischen Beat gerechnet. Okay, das war ein geiler Move. Das war wirklich ein geiler Move. Ich mag so Musikvideos, wo man einfach unterhalten wird, wisst ihr? Und dann hier mit dem Fernglas, Nemo guckt, sieht sie, dann guckt Butrint guckt auch, sieht sie nicht. Auf einmal, sie ist auf der Yacht oder keine Ahnung, wo sie da sind. Aber ich glaube mal auf einer Yacht. So. Chucky, das Schuri. Ich habe dann Porsche, Bentley, Maybach, Sammer, cha cha cha. Oh. Oh la la. Boah Leute, ich brauche ihren Namen für eine PowerPoint-Präsentation. Bitte schreibt mir den mal in die Kommentare. Okay, nein, wir konzentrieren uns jetzt auf jeden Fall wieder. Also man muss sagen, das Model in dem Video sieht nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall sagen so. Und was ich aber gerade jetzt sagen wollte ist, ich fand den Flow gerade geil. Ich bin ja voll der Fan, weil ich höre das voll selten auch im Deutschrap, von diesem Flow, wo Pause gemacht wird, dieses na 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 na, wo das kurz einmal so stockt, wisst ihr? Sowas liebe ich wirklich und das hatte ich auch gerade gut angehört. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe null. Null. Haha, reingeguckt. Nein, aber ich verstehe gar nichts so. Aber es hört sich so heftig geil an. Ne? Diese Sprache. Alter, diese Sprache. Ich werde verrückt. Wirklich. Also, ich finde das so geil, wenn Deutschrap, habe ich ja auch in den ganzen Deutschrap-Reaktionen gesagt, wenn Deutschrap international geht, quasi mit, keine Ahnung, hier Albanisch, Türkisch, Kurdisch, Russisch, keine Ahnung, so wenn da einfach eine andere Sprache mit bei ist, finde ich das mega geil. Und diese Sprache, also wirklich, hört sich heftig an. Ich verstehe kein Wort, aber es ist geil. Ich frage sie nach ihrem Namen, sie sagt da, Schuri. Dieser Beat. Verbringst du mit mir den Namen, sie sagt ja zu mir. Ich dachte immer, dass es stopp, dieser Beat. Stopp, stopp, dieser Beat, Junge. Geil, geil, dass auch so viele Wechsel drin sind, gefällt mir gut. Ich finde, Nemo und Butrint passen hier gut zusammen, weil, oder sagt man Butrint? Ich weiß es nicht, Leute, sorry, falls es falsch ausgesprochen ist. Aber ich finde, beide passen gut zusammen, weil beide gehen ja halt in diesem melodischen Singen rüber. Ich weiß nicht, ob Butrint, Imeri auch rappt, weiß ich nicht. Aber ich kenne so jetzt ihn als Sänger und ich habe mal kurz auch mal seine Lieder durchgeskippt, da hat er auch gesungen. Aber ich mag dieses Singen und besonders Nemo macht sie auch, passt hier voll gut rein. Also die beiden, was ich dann sagen will, passen. Wenn du meinen Traum gibst, kann ich glauben, wie du
So, ich will gar nicht auf Pause drücken. Aber das hört sich echt stark an. Also Beat gefällt mir gut. Musikvideo ist jetzt halt kein mega aufwendiges Musikvideo oder so, wo richtig krasse viele Szenenwechsel da. Aber brauchst du auch gar nicht. Passt irgendwie gut. Ist ein schönes Musikvideo geworden. So, Beat gefällt mir hier richtig gut. Die ganzen, also Flowwechsel, die Stimmen hier, dieses Gesangliche von Nemo und von Butrint. Also hört sich echt gut an. Und Albanisch muss ich auch sowieso, am Ende ist das so eine komplett andere Sprache, aber nein. Also ich muss sagen, Albanisch, hier, der türkische Adler ist türkisch, nein, Spaß. Albanisch auch eine schöne Sprache, wirklich, wirklich, Alter. Ich glaube, wenn ich was verstehen würde, wäre es nochmal viel stärker. Das ist auch mit dem ganzen Türkischen, das verstehe ich ja komplett. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, boah, es hört sich echt stark an. Aber wenn man es nochmal versteht, was da gesagt wird, dann findet man es, glaube ich, nochmal krasser. Können ja mal die Leute sagen, die nochmal Albanisch auch verstehen. Ich glaube, für die ist es nochmal krasser. Ey, was war das da gerade? Da waren gerade hier so viele Models am Start, aber ich will die eine finden für meine PowerPoint-Präsentation. Könnt ihr mir mal gerne schreiben? Ich finde diese Kommentare immer so lustig, wenn so Model in Rapper-Videos sind und die dann wirklich anders hübsch aussehen. Und dann, aber wir können halt nichts mit der anfangen, Leute, weil man muss erstmal den Charakter kennenlernen, um mit der Frau auch was einzugehen. Ohne Charakter, Leute, kann man nichts mit der Frau eingehen, aber ich mache hier voll Liebesdrama gerade, was ist egal, ich sag's einfach gleich wieder, wenn ich das nicht vergesse. Da. Baby, please, be my girlfriend. Was ich aber sagen wollte ist, wenn du mit einem Mädchen oder mit einer Frau zusammenkommen willst, Leute, wirklich, sagt, was ihr wollt. Die Leute, die labern Charakter, nur der Charakter zählt. Halt einfach dein Maul. Bitte halt jetzt einfach dein Maul, weil Charakter und Aussehen sind beides gleich wichtig. Du kannst dich in keine verlieben oder Gefühle haben, die schlecht aussieht, einen krassen Charakter hat, aber auch nicht, finde ich, die Hammer aussieht, aber du dich mit der nicht verstehst, ihr nicht denselben Humor teilt. Deswegen beides hier sehr wichtig. Und also die 50% mit dem Aussehen hat sie auf jeden Fall schon mal erreicht. Ich muss sie kennenlernen, Spaß. Wo ist der Beat? Junge, das Video ist aber auch echt, gefällt mir gut. Ich will gar nicht auf Pause drücken. Ich will einfach durchgeben. So. Also das wäre sogar so ein Song, den ich mir privat gut geben würde. So ein Sommersong einfach. Passt echt gut. Haben die gut hinbekommen. Beat gefällt mir auch gut. Ist kein Standard-Beat. Kein 0815 Beat. Also ich finde sowohl Nemo als auch Butrint, Imeri haben hier abgelegt. Ich würde sogar sagen, Nemo fand ich stärker, Alter. Ich fand Nemo stärker. Doch, Mann. Junge, Nemo, ich weiß nicht, was er da macht, aber auch in seinen ganzen Feature-Parts jetzt, der zerstört komplett, ne? Der liefert so ab. Der liefert in diesen Feature-Parts, finde ich, mehr ab als in seinen eigenen letzten Songs so. Die finde ich unnormal stark. Ich finde, Nemo ist auch ein unnormal starker Rapper. So. Auch immer dieses, ich will den alten Nemo zurück, Leute, ich finde Nemo so stark. Ich verstehe diese ganzen Kommentare. Ich will den alten Nemo, der wie damals gerappt hat. Aber lasst dem Künstler das machen, worauf er gerade Bock hat. Worauf er gerade wirklich Bock hat. Wenn Nemo diese Richtung will, dann soll er diese Richtung machen. Die hört sich geil an. Die hört sich auch stabil an, Alter. Okay, wir sind jetzt sowieso durch. Hier wird nur noch Beat abgespielt. Also war ein schöner Song. Ich hoffe, euch hat die Reaktion gefallen zu Butrint, Imeri und Nemo. Ich habe, glaube ich, dreimal seinen Namen verschieden ausgesprochen. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr zeigt, dann einen Daumen nach oben. Abonniere diesen Kanal, um in Zukunft keine Reactions mehr zu verpassen. Aktiviere jetzt die Glocke, wirst du benachrichtigt. Leute, geht auf mein Instagram. Folgt mir auf Instagram, weil die Tage wird was, ja, was Cooles auf euch zu kommen, ne? Also checkt es ab. MehmetK_1212 steht auch nochmal in der Infobox mein Name. Also, ja,
Das war's. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.